Hallo zusammen, mein Name ist Gerhard Frank und ich möchte euch mit diesem Vortrag ein klein wenig in die faszinierende Andenwelt von Peru entführen, wo ich von 82 bis 86 in einem Entwicklungshilfeprojekt des DED, der Deutsche Entwicklungsdienst, unter anderem auch für die Förderung der Bienenhaltung zuständig war. Um die Situation besser zu verstehen, werde ich in dem Vortrag etwas ausholen und auch ein paar Folien zu Land und Leuten sowie zu den anderen Projektbereichen in kurzer Form eingehen. Ganz kurz zu meiner Person. Ich bin 1956 in Erlangen geboren, aufgewachsen in Röttenbach. Und betreibe seit circa 1970, würde ich mal sagen, Bienenhaltung mit einer relativ einfachen Betriebsweise. Mein Lehrmeister war mein Onkel Franz Schickert aus Mittelmembach. Die älteren Kollegen werden ihn sicherlich noch kennen. Ja, nach dem Studium der Agrarwissenschaften bin ich damals als Ersatz für den Wehrdienst mit dem DED in das Entwicklungshilfeprojekt der Universität von Cajamarca, das ist eine Kleinstadt im Norden Perus, ja, aufgebrochen. Und ich muss sagen, dort genoss ich einen wirklich sehr, sehr schönen und interessanten Lebensabschnitt. Trotz oder vielleicht auch wegen der einfachen Lebensumstände, die wir dort vorfanden. Wir, das heißt ein weiterer alleinerziehender deutscher Entwicklungshelfer mit seinem 5-jährigen Sohn, glaube ich, war er, und ich, wir lebten in einer kleinen Ortschaft mit Namen Jesus in einem Lehmhaus ohne Strom oder anderen Komfort. Nachts, ich erinnere mich, war es sehr kalt. Ich hatte anfangs noch keine Wärmflasche mit Ohren. Und wir hörten nachts die Hunde in den Straßen heulen und im Nebenzimmer kämpften die Ratten. Den Vortrag habe ich gegliedert, um zunächst einen geschichtlichen und gesellschaftlichen Hintergrund von Peru zu geben, dann auf die Projektgegebenheiten einzugehen und wie wir dann zusammen mit den Campesinos die gemeinsam gesteckten Ziele umgesetzt haben. Zum Schluss werde ich noch mit der Mehrheit der Folien auf die ansässige Bienenzucht eingehen. Zur Orientierung. Hier eine Übersichtskarte, hier die Hauptstadt Lima mit damals etwa 6 Millionen Einwohnern, heute etwa 10 Millionen, inklusive der umgebenden Pueblos Jóvenes, also den Slums. Im Süden sehen wir den Titicacasee und im Norden unser Projektgebiet mit der Kleinstadt Cajamarca. Damals etwa 80.000 Einwohner, heute wegen dem Goldrausch über 250.000 Einwohner. Cajamarca ist etwa 16 Busstunden von Lima entfernt. Ja, und schließlich Jesus, unser Wohnort, mit 1.500 Einwohnern. Dieses Dorf ist etwa eine Stunde auf einer Schlaglochpiste von Cajamarca entfernt. Ganz kurz auch ein paar Worte zum geschichtlichen Hintergrund. Peru wurde 1532 von dem Feldherrn Pizarro, einem Spanier, mit einer kleinen Streitmacht erobert, indem er den Inka-Häuptling Atahualpa in Cajamarca zunächst gefangen genommen hatte und das Gefängnis vorher zweimal mit Gold und einmal mit Silber hat anfüllen lassen. Die Spanier waren damals ja sehr goldgierig und haben ihn aber dann dennoch ermordet. Peru hat heute etwa 31 Millionen Einwohner. Das Land ist 3,5 Mal größer als Deutschland, hat an der Küste einen langen Wüstenstreifen, ist auch geprägt vom Hochland, den Anden, wo unser Projekt angesiedelt war, und von einem dünn besiedelten Urwald. Die Ureinwohner waren die Inkas, und andere Volksstämme wie Aymaras und Quechuas, die die Inkas praktisch
unterjocht hatten und auch erobert hatten. Die waren ja auch ein sehr kriegerisches Volk. Aber man muss sagen, es gab damals keinen Hunger. Des Weiteren leben viele Mestizen in Peru. Es sind Mischlinge verschiedener Herkünfte, auch Europäer, Asiaten und auch einige Afrikaner. Geprägt ist das Land außerdem vom Kolonialismus. Jahrhundertelang wurde es praktisch ausgebeutet und auch heute noch von multinationalen Konzernen. Geprägt jahrhundertelang vom Großgrundbesitz, von einer Schuldknechtschaft, wo die Bauern praktisch nur Landarbeiter waren und kein eigenes Land besessen hatten. Sie hatten geringe Bildung und es ist auch geprägt von Drogenkonsum, hauptsächlich Coca, wo man praktisch Coca-Blätter zwischen die Backenzähne nimmt und die mit etwas Kalk versetzt, um die Essenz aus den Blättern herauszulösen. Das mindert etwas den Hunger und den Schmerz. 1968 wurde dann eine Agrarreform unter einer Militärregierung vom Alvarado durchgeführt. Die war gut gemeint, hat aber letztlich kaum funktioniert, weil, wie gesagt, wegen der geringen Bildung der Indios waren sie zu wirklichen Entscheidungen und nicht befähigt. Also da hat drumherum vieles gefehlt. Es war dann kein Saatgut da oder man hat sich zerstritten und man ist da nicht zurechtgekommen, sodass die Agrarreform praktisch wieder rückgängig gemacht worden ist. Weiterhin Korruption, Machismus, Rondas Campesinas und der Sendero Luminoso. Der ist Gott sei Dank nicht zu uns bis nach Cajamarca vorgedrungen, aber während meiner Zeit tatsächlich der leuchtende Pfad seine Spuren hinterlassen in Ayacucho, in einer südlichen Provinz von Peru. Bei uns oben im Norden waren mehr die Rondas Campesinas. In Chota, da haben wir auch mal einen Ausflug hingemacht und haben dort mehrere Tage auch mit den Campesinos gesprochen, wie sie denn hier ihre Rondas durchführen. Und zwar ist es dazu gekommen, dass durch die Korruption auch der Polizeibeamten die Bauern irgendwann die Schnauze voll hatten, nämlich als sie gesehen haben, dass das Diebesgut oft auch bei den Polizisten landete und nicht zurückgegeben wurde, haben sie die Polizeistation in Chota wirklich ausgeräuchert und die Polizisten vertrieben, die nie wieder zurückgekommen sind. Und sie haben sich dann so organisiert, dass sie selbst ihre Überwachung, ihre Runden nachts gedreht haben, bewaffnet auch. Und die ersten Diebe mussten sie hängen, hat man uns erzählt. Aber seitdem man gemerkt hat, dass wirklich hart durchgegriffen wurde, ist nichts mehr gestohlen worden, nicht mal mehr ein Löffel in der Küche. Sie konnten ihre Tiere auf dem Feld lassen, mussten sie abends nicht immer wieder heimholen in den Stall oder in ihr eigenes Schlafzimmer. Und das war also eine totale Verbesserung für sie. Der Staat wollte dann später auch dieses System der Rondas Campesinas übernehmen und hat dann staatliche verordnete Rondas Campesinas organisiert, die haben aber kaum funktioniert. So ist es eben. Vielleicht auch noch ein Wort zur Korruption. Die ist wirklich von oben bis unten im Volk durchgeführt. Jeder, der irgendwie eine gewisse Machtstellung hatte, hat die auch ausgenutzt. Ich mag da bloß mal ein Beispiel sagen. Wir haben häufiger auch Praktikanten in unserem Projekt von der Uni Cajamarca gehabt. Und wenn hier eine, so wurde uns erzählt, eine Prüfung bestanden werden sollte, musste man dem Professor schon auch was bieten. Meistens waren das einige junge, hübsche Mädchen, die man hier aufbieten musste. Ja, die nächste Folie, da geht es um die Projektgegebenheiten. Unsere Zielgruppe waren Kleinbauern mit ca. 2 bis 3 Hektar Fläche. Ihre Fläche war bewässerbar durch einen Bewässerungskanal vom Cajamarca-Fluss, der aus Cajamarca kam und über Jesus dann auch noch weiterführte. Alles, was unterhalb des Kanals war und bewässerbar war,
konnten zwei Ernten im Jahr erfolgen, und zwar einmal Mais in der Hauptzeit, in der Regenzeit, und dann in der Trockenzeit Kartoffeln, die dann natürlich auch durch den Bewässerungskanal bewässert wurden. Im höher gelegenen Teil, der nicht bewässerbar war, gab es dann nur eine Ernte, und dort hat man dann hauptsächlich eine genossenschaftliche Zusammenarbeit geleistet in der Form einer Minka. Das war eine alte Form der Zusammenarbeit von den Inkas, die ist da noch erhalten geblieben. Auf dem Bild sieht man hier, wie die Ochsengespanne gemeinschaftlich das Land pflügen, um dann meistens Gerste anzubauen. Und die dann eben auch zusammen aufgeteilt wurde, die Ernte. Ja, es waren fruchtbare Sedimentböden in Flussnähe, in höher gelegenen Lagen, wie gesagt, sehr trocken. Niederschlagsmenge ungefähr 600 mm, aber eben nur in der Regenzeit, die von etwa November bis April bestanden hatte. Danach war es meist eine sehr kalte Zeit, ein sogenannter Winter in Anführungsstrichen. Ja, angebaut wurde hauptsächlich Mais und Kartoffeln, wie gesagt, im Wechsel. Das war die einfache Fruchtfolge. In höheren Lagen Gerste, auch Luzerne, Quinoa, Bohnen, Erbsen, Kohl. In der Tierzucht war vorrangig Meerschweinchen, Hühner, Schafe, Ziegen, Kühe und wie gesagt auch Ochsengespanne dann zum Pflügen. Wald gab es hauptsächlich den Eukalyptus, auch Pinien und andere einheimische Gewächse. Der Pfefferbaum, Zedern, Agaven, natürlich auch Obstbäume, Kirsche, Apfel, Birnen, Granadillas, Lukuma, Chirimoya. Also es ist eine wirklich ganz reiche Obstarten, die es da gab. Da läuft einem wirklich das Wasser im Munde zusammen, wenn man hier die ganzen Obstarten auch dann mal aufgetischt bekommt. Und dieses Obst ist natürlich auch gleichzeitig als Trachtpflanze für die Bienen wichtig. Ganz interessant in dem Zusammenhang ist es auch, dass sowohl Früchte als auch Blüten gleichzeitig an einem Baum zu sehen waren und gewachsen sind. Ja, mit der nächsten Folie möchte ich etwas zur Philosophie des Projekts sagen. Und zwar war uns ganz wichtig, keine Geschenke zu machen. Wir wollten keine Almosenempfänger produzieren. Die Leute, die waren ja durch jahrhundertelange Abhängigkeit auch in ihrem Selbstbewusstsein so geschwächt, und die waren praktisch so unterwürfig auch, dass wir diese Eigenschaft eigentlich bekämpfen wollten und sie wirklich ein Selbstbewusstsein geben wollten, dass sie ihre guten Produkte auch zu einem fairen Preis verkaufen können, gemeinsam vermarkten können und Zwischenhändler ausschalten, um so einfach mehr Einkommen zu generieren. Und wie gesagt, von unserer Seite dazu keine Geschenke, sondern wir haben da ein Kreislaufsystem etabliert. Ich sage mal da ein Beispiel. Ich war ja zuständig hauptsächlich für die Förderung der Tierzucht. Wenn ein Bauer Kaninchen züchten wollte, dann erhielt er von unserem Projekt zum Beispiel zwei Weibchen und einen Rammler und hat von den Nachkommen, die er dann erzeugt hat, die gleiche Anzahl Kaninchen wieder zurückgegeben, die wir dann wiederum einen anderen Interessenten geben konnten, um dann die Kaninchenzucht zu beginnen. Und so hat das gesamte Projekt praktisch als Kreislaufprojekt funktioniert. Man sieht hier auf dem Schild an unserem Haus die verschiedenen Projektbereiche: Kaninchen, Hühner, Obstbau, Landwirtschaft. Bienen sind da noch nicht drauf, aber dazu komme ich dann noch später. Das war dann auch ein wichtiger Bestandteil des Projekts.
Was in dem Zusammenhang noch wichtig ist und als Unterscheidung zu deutschen Universitäten, wie gesagt, ein Projekt der Universität von Cajamarca, ist, dass in Peru eine Universität von drei Aspekten geprägt ist, nämlich Lehre, Forschung und soziale Ausrichtung. Und in dem Kontext haben wir das Projekt In Jesus verstanden. Ja, in der nächsten Folie sieht man hier eine Versammlung der Bürgermeister umliegender Dörfer. Wir haben im ersten Halbjahr natürlich uns zunächst mal bekannt machen müssen, wer wir sind. Ja, es war ja wichtig, dass man sich kennenlernt. Wer ist unsere Zielgruppe? Was erwartet die Zielgruppe von uns? Was erwarten wir? Welche Bedürfnisse gibt es? Und so mussten wir uns gegenseitig kennenlernen und vertraut machen. Und dazu haben wir, wie gesagt, diese Bürgermeister umliegender Ortschaften eingeladen, haben einen regen Austausch vorgenommen. Und ja, das war eine sehr, sehr wichtige Phase, denn man will ja hier auch keine Brücke über einen Fluss bauen, den es vielleicht gar nicht gibt. Auf dem nächsten Bild sieht man, wie wir dann häufig als Mittelpunkt des Dorfes wahrgenommen worden sind. Wenn irgendein Problem war, kam man auf uns zu. Wir haben Schulausflüge organisiert. Wir haben, wenn Not am Mann oder an der Frau war, auch einmal eine Schwangere schnell nach Cajamarca gefahren. Und so gingen sämtliche Aktivitäten im Dorf meist auch über uns. Und da waren wir wirklich dann im Mittelpunkt des Dorfgeschehens auch gestanden. Ja, sich vertraut machen mit den Menschen, sich integrieren, bedeutet ja auch, an den Festen teilzunehmen, zum Beispiel hier an einem traditionellen Stierkampf. Wir haben dazu einen Stier auch gespendet mit dem Namen El Alemán. Der hat sich wacker geschlagen und wurde dann am Ende auch das Fleisch für die Bedürftigen des Dorfes dann verteilt. Auf dem anderen Bild sieht man so typisch unser Dienstpferd, mit dem waren wir zugange, wenn wir entlegene Weiler besuchten. In der nächsten Folie ganz kurz die Darstellung der Projektziele. Ziel war es erstens die Verbesserung der Ernährung, hauptsächlich Eiweiß, weil die Hauptnahrungsmittel waren Kartoffeln und Mais, also stärkehaltige Pflanzen. Und uns ging es dann darum, wirklich Obst- und Gemüsebau voranzutreiben und auch die Eiweißversorgung durch Kaninchen, Meerschweinchen, Geflügel, Schafe, Rinder und später dann auch Bienen zu verbessern. Das zweite Ziel war die Verminderung der Landflucht in die Slums, haben wir schon drüber gesprochen, in Lima, sehr große Gebiete von Slums, denn die Leute hatten einfach wenig Möglichkeiten, auf dem Land ihre Situation zu verbessern. Mit 2-3 Hektar muss man wirklich schauen, dass man den letzten Quadratmeter gut nutzt, weil das Land ist leider nicht vermehrbar. Ein weiteres Ziel war dann der Erosionsschutz und die Wiederaufforstung. Das hat so ausgeschaut, dass wir Pflanzen weitergegeben haben an die Campesinos, hauptsächlich Pinien, aber auch Eukalyptus, den allerdings nicht an Steilhängen oder an Hängen anzupflanzen, denn das haben wir auch festgestellt, Eukalyptus an Hängen ist sehr schädlich und wirkt erosionsfördernd. Denn die ätherischen Öle, die die Blätter enthalten und dann zu Boden fallen, lassen praktisch keinen Unterwuchs zu. Ansonsten ist der Eukalyptus, aus Australien eingewanderter Baum, eigentlich schon ein idealer Baum für die Campesinos. Ein sehr hartes Holz, sehr schnell wachsend, und wenn man ihn schlägt und verwendet, dann treibt er auch wieder nach mit 2-3 Sprossen sogar.
Also ganz ideal, ohne neu anpflanzen zu müssen. Der vierte Punkt war dann die Trinkwasserversorgung, die Verbesserung der Trinkwasserversorgung. Das war ein Punkt, der auch erst nachträglich hinzukam. Wie gesagt, aus den Bedürfnissen der Leute, die wir da gefragt haben. Im Bild sieht man hier eine typische Ackerszene. Ein Bauer mit seinem Ochsengespann und dem Holzpflug pflügt sein Feld, um es dann später anzusehen. Zur Umsetzung der Projektziele ganz kurz möchte ich da auf einige Kleinigkeiten eingehen, zum Beispiel Kaninchen- und Meerschweinchenzucht. Man sieht hier in dem Bild Kaninchenställe, werden selbst gebaut von den Campesinos. Wenn diese fertig sind, erhält der Bauer zwei Weibchen und ein Männchen. Es wird vertraglich festgehalten, dass diese dann, wenn sie sich vermehrt haben, auch wieder zwei Weibchen und ein Männchen ans Projekt zurückgegeben werden, um dann in den Kreislauf einzutreten. Man sieht hier die Kaninchen oben. Unten haben wir die Boxen für die Meerschweinchen. Die fressen auch noch weniger anspruchsvoll in ihren Essgewohnheiten. Die essen also auch noch das, was von den Kaninchen nicht verwertbar herunterfällt. Hier sieht man drei helle Großsilber. Ich habe da insgesamt 10 Kaninchen aus Deutschland importiert, um wirklich bestes Zuchtmaterial für unsere Zielgruppe zu haben. Aber das wäre jetzt eine andere Geschichte, die kann ich vielleicht dem Kaninchenzuchtverein erzählen. Bloß hier ganz kurz dargestellt. Ja, hier sieht man den Besuch bei einem Bauern. Da wird gerade ein Kaninchen gewogen, um die besten auszuwählen für die weitere Züchtung. Wir haben hier auch eine Zuchtbuchführung. Das Mädchen schaut aufmerksam zu, was der Gringo da alles unternimmt. Und wie gesagt, das hat sich sehr gut bewährt, die Kaninchenzüchtung. Es wurde letztlich dann in den letzten Jahren auch ein Kaninchenschlachthof noch gebaut und das Kaninchenfleisch wurde dann in die Gasthäuser in die nächstgelegene Stadt Cajamarca dann auch transportiert und hat ein kleines Zusatzeinkommen für die Bauern erzeugt. Bei der Meerschweinchenzucht, brauchten wir nicht viel zu machen. Das Einzige war, dass wir Inzucht vermieden haben, indem wir die Tiere, die ansonsten in der Küche am Boden herumgelaufen sind und alles Essbare, was runterfällt, auch verwertet haben, wurden jetzt in sogenannte Zuchtboxen sortiert, wo Aufzucht gleichaltriger Tiere möglich war und eben, wie gesagt, die Inzucht vermieden wurde, damit auch hier hochwertiges und gutes Fleisch erzeugt werden konnte. Ja, hier sieht man ein weiteres Betätigungsfeld des Projekts, und zwar die Anlage von Terrassen zusammen mit den Campesinos. Die Inkas damals, die hatten ja auch schon die Technik des Terrassenanbaus, der dann aber wieder in Vergessenheit geraten ist. Und wir haben diese Technik dann wirklich auch weiter propagiert, denn es ist ein wichtiges Mittel zum Erosionsschutz. Wenn der Regen nämlich auf die Steilhänge, auf die Hänge fällt und abfließt, dann steht er ja den Pflanzen nicht zur Verfügung. Während wenn Terrassen angelegt sind, dann kann der Regen in die Erde eindringen und auch ein besseres Pflanzenwachstum dadurch ermöglichen. Wir sehen hier, hauptsächlich wird auf diesen Terrassen hier Luzerne angebaut. Und das ist anders wie bei uns sogar auch ein Verkaufsprodukt. Also man hat da die Luzerne auch in Cajamarca, nach Cajamarca verkauft. Ganze büschelweise sind die auf den Bussen, auf dem Dach von Bussen nach Cajamarca transportiert worden. Auf dem anderen Foto sieht man hier die Anlage von Schulgärten.
auch eine Bewusstseinsbildung, dass es bereits in den Schulen unterrichtet wird, dass Obst und Gemüse eine wichtige Ernährungsgrundlage ist. Und da erreicht man natürlich einen großen Multiplikatoreffekt, wenn man gleich in die Schulen geht und so viele Kinder und auch Lehrer instruiert. Und die haben das alle sehr gut und gerne aufgenommen und weitergetragen. Ja, Gemüseanbau auch bei den Bauern. Hier sieht man einen Gärtner Bötschke, wenn man sagen möchte, mit Radieschen, mit seiner Radieschenernte. Ist etwas Neues für die Campesinos gewesen. Diese Früchte haben sie noch nicht gekannt, aber wurde auch angenommen, wenn auch nur zögerlich, muss man sagen. Auf dem anderen Bild sieht man, wie Wolle gefärbt würde mit Naturfarbstoffen. Das ist ja auch eine Möglichkeit, um zusätzliches Einkommen zu generieren, weil die Wolle fällt ja an bei ihren Schafen und dann können sie da sehr gute Wollprodukte draus fertigen und mit Naturfarbstoffen färben. Was ganz Besonderes war da in Peru, die Cochinilla-Schildlaus, die auf den Kakteen parasitiert, die konnte genutzt werden, um wirklich diese purpurrote Farbe dann zu erzeugen. Eines der wichtigsten Projektziele war dann die Versorgung mit sauberem Trinkwasser. Das war ein Ziel, das ursprünglich gar nicht geplant war, aber sich dann in der Zusammenarbeit mit den Campesinos herausgestellt hat. Es ist kein sauberes Trinkwasser vorhanden. Meistens haben sich die Bauern in diesen Schluchten, wo sich das Wasser gesammelt hat, in größeren Pfützen stehend dann geholt. Dort wurde dann auch gewaschen und es ist natürlich kein guter Zustand, sodass wir hier Wasserfassungen durchgeführt haben, zusammen mit den Campesinos natürlich. Wir haben bloß das technische Know-how zur Verfügung gestellt und das Material. Es ist ja so, es regnet in den höheren Lagen. In dem Gebiet ging es bei uns bis 4000 Meter hoch. Da regnet es dann schon etwas mehr als unten. Unten hatten wir etwa die 600 mm Niederschlag pro Jahr. Und dieses Wasser, was oben praktisch niedergeht, sammelt sich in diesen Bergschluchten. Einiges versickert natürlich auch und tritt dann in der Schlucht an Stellen auf, wo praktisch wasserführende Schichten angeschnitten werden. Und da, wo das Wasser praktisch an diesen Schichten austritt, haben wir eine sogenannte Fassungsmauer errichtet und das Wasser dann in diesen Wasserleitungen weitergeführt zu den Wasserreservoiren. Die Wasserreservoire sieht man hier, die Arbeiten, die da durchgeführt worden sind. Man hat einfach ein größeres Loch ausgebuddelt und dann und das Ganze dann zementiert. Wie gesagt, die ganze Manpower kam von den Campesinos selber. Sie haben sich dann auch mit ihrer Wasserleitung identifiziert, weil sie haben ja auch hier die Arbeit geleistet. Und wenn das dann fertig war, dann wurden die Einweihung der fertigen Installation natürlich gefeiert. Das ganze Dorf hat sich versammelt. In dieser Zeit, wo ich in Peru war, haben wir in etwa 10 derartige Wasserleitungen installiert in 10 verschiedenen Weilern. Und dort konnte dann auch sauberes Trinkwasser geholt werden. Also es war kein Hausanschluss, aber in einem zentralen Ort im Dorf wurde diese Installation vorgenommen und dort konnte dann auch gewaschen werden und dort hat man sich getroffen, hat Informationen ausgetauscht und ich glaube, das war eine sehr gute Sache, die da vorgenommen worden ist. Ja, wir kommen nun endlich zur Bienenhaltung. Wir sehen auf dem Foto die traditionelle Bienenhaltung links und rechts bereits dann die Umrüstung auf die Zanderbeute. Die traditionelle Bienenhaltung war ja geprägt, meistens einfache Holzkisten ohne Rähmchen, Honiggewinnung durch Auspressen der Waben und Abfüllen des Honigs in Flaschen. Es ist ja nicht sehr einträglich, diese Art, und durch die Umrüstung auf
die Zanderbeute mit Rähmchen, glaube ich, war das auch für viele Imker eine Verbesserung, die sie gerne angenommen haben. Und zur Biene selbst, bitte fragen Sie mich nicht, welche Rassen davor gelegen haben. Es war auf jeden Fall eine europäische Honigbiene, Apis mellifera, die allerdings sehr stechlustig waren. Das kam daher, dass in Brasilien, ich glaube, das war in den 50er und 60er Jahren, eine afrikanische Biene, die da in einem Experiment gehalten wurde, in einer Versuchsanstalt ausgekommen ist und sich dann mit den ansässigen Bienen vermischt hat. Und da diese sehr viel agiler waren, diese afrikanischen Bienen, sind diese Kreuzungen sehr viel aggressiver gewesen und haben sich dann mehr durchgesetzt, sodass wir hier wirklich sehr, sehr stechlustige Bienen hatten, die wir zur Versorgen hatten. Hier sieht man nochmal eine Freiaufstellung einer Zanderbeute, so wie wir die Bienen dann praktisch umgelagert haben in diese Beuten. Und ich muss sagen, am Anfang habe ich mich wirklich sehr schwer getan mit diesen stechlustigen Bienen. Ich war ja es ja von Deutschland gewohnt, dass wir hier relativ sanftmütige Bienen haben. Und am Anfang war es wirklich so, dass ich einmal mit 50 Stichen wirklich das Weide dann gesucht habe und das wirklich nicht mehr ausgehalten habe, bis ich dann ganz allmählich mir Techniken angeeignet habe und mich darauf eingestellt hatte. Man sieht auch hier auf dem anderen Bild, dass die Tiere meistens am Wegrand oder am Feldrand angepflockt waren und in einem Umkreis von vielleicht 2-3 Metern abgegrast haben. Und wenn derart stechlustige Bienen dann so ein Tier befallen haben, da wurde mir auch erzählt, dass schon ein Esel dadurch wirklich zu Tode gestochen worden ist. Also es ist nicht ganz ungefährlich. Menschenschäden sind in meiner Zeit allerdings nicht, Gott sei Dank, nicht stattgefunden. Hier sieht man die Kontrolle der Volksentwicklung an einem Volk. Man sieht hier, es werden wie in Deutschland auch Smoker verwendet, Rähmchen, die längs gedrahtet sind und Benutzung von Schleiern. Das hat dann, nachdem man sich darauf eingestellt hat, auf diese Betriebsweise mit den stechlustigen Bienen, dann ganz gut funktioniert. Ich muss sogar sagen, ein Entwicklungshelfer-Kollege, der in Cusco ein ähnliches Projekt betreut hat, der hat es dann sogar gewagt, einen Schwarm, also eine Königin eines Schwarms, sich in den Bart zu binden und hatte dann am Schluss den ganzen Bart und das Gesicht voll mit Bienen, einfach um zu den Campesinos zu zeigen, schaut her, man kann auch mit diesen Bienen umgehen und habt keine Angst davor, Imkerei zu betreiben. Also bei mir ging die Liebe dazu nicht ganz so weit und mein Vertrauen war doch nicht ganz so groß wie von dem Imker-Kollegen aus Cusco. Ja, hier sieht man eine Familie beim Honigschleudern. Honig ist ja bei den Kindern sehr beliebt und die waren da rege beschäftigt dabei und haben da zugeschaut und mitgeholfen. Wir sehen hier die Verbesserungen, die da bereits eingetreten sind. Wir haben herausnehmbare Rähmchen. Wir haben eine Honigschleuder für die Imker besorgt. Jeder hat Absperrgitter bekommen, so viel wie er gebraucht hat. Wie gesagt, die wurden auch nicht alles geschenkt, sondern eben durch den Verkauf von Honig dann wieder ersetzt. Der Honig wurde verkauft in 2,5 Liter Eimerchen, damit auch diese Gebinde, wenn der Honig verbraucht ist, anderweitig nutzbar ist. Wir haben dafür extra auch ein spezielles Emblem für den Honig aus Jesus anfertigen lassen. Wir haben auch eine Mittelwandpresse aus Deutschland besorgt. Und insgesamt kann man sagen, wir hatten einen relativ guten Honigertrag und bei guter Krankheitsresistenz. Denn diese angriffslustigen Bienen hatten doch einen besseren Putztrieb, würde ich mal sagen.
und waren weniger krankheitsanfällig, waren immuner gegen Krankheiten als unsere, würde man in Anführungsstrichen sagen, hochgezüchteten, sanftmütigen Bienen. Was noch zu sagen ist, wir haben praktisch keine Fütterung der Bienen vorgenommen. Es gab ja, wie bereits gesagt, auch keinen richtigen Hauptzeitpunkt für die Schleuderung, weil es die Vegetationsperiode einfach anders war. Es waren Früchte und Blüten an einem Baum, sodass einfach bei Bedarf geschleudert werden konnte. Und der Vorteil, wie gesagt, keine Fütterung des Bienenvolkes im Winterhalbjahr notwendig, wenn man ihnen in dieser Trockenzeit, wo es dann doch weniger Blüten gab, eben genügend Reserven zurückgelassen hat. Auf dieser Folie sieht man eine Fortbildungsveranstaltung mit Imkern. Man sieht, dass ich hier schon vertrauter bin mit den stechlustigen Bienen. Ich wusste also, wann ich an das Bienenvolk rangehen kann und wie ich das zu handeln hatte. Achtsames Arbeiten, am Schluss auch ohne Schleier und ohne Rauch, obwohl der Griff bereit stand. Für die Bauern ist es auf jeden Fall sehr gut angenommen worden. Sie haben einen Nebenverdienst, ohne zusätzliches Land benötigen zu müssen. Es hat ihr Zusammengehörigkeitsbewusstsein gestärkt, weil sie gemerkt haben, wir sind hier die Imker. Wir haben einen Imkerverein dann auch gegründet und alle Mitglieder konnten natürlich dann die Utensilien, wie zum Beispiel Honigschleuder, Wabenpresse und so weiter, auch gemeinsam nutzen. Ja, auf dieser Folie sieht man, wie der Imkerverein eine Lehmbeute herstellen will oder auch herstellt. Es ist hier zunächst mal die Plattform, die hergestellt wird aus Bambusrohren. Und darauf wird dann eine Lehmbeute hergestellt. Das werden wir dann in der nächsten Folie sehen, wie das dann am Schluss ausgesehen hat. Hier sieht man jetzt die fertiggestellte Lehmbeute. Das Dach besteht aus Ichu-Gras. Das ist ein sehr hartes Gras, das in den Hochebenen wächst und mit dem die Bauern eigentlich auch ihre eigenen Häuser bauen. Das wird klein gehackt und dem Lehm beigemischt, aber im Dach wird es eben dann ganz gelassen und zu Büscheln zusammengebunden und dann dient es als Dach. Die Lehmbeute selbst ist diebstahlsicher, nahezu kostenlos, kann jeder Bauer selber herstellen. Material ist überall verfügbar, nämlich der Lehm. Und wie gesagt, das Grasdach ist auch verfügbar. Hinzu kommt die Rähmchen, die wurden im Warmbau also quer eingelegt. Damit war nach hinten praktisch eine Erweiterung jederzeit möglich. Man sieht hier diese Lehmbeute auf der Landwirtschaftsausstellung in Cajamarca. Da war jedes Jahr eine Landwirtschaftsausstellung von Produkten und Erzeugnissen von Tieren, die besonders hervorragend waren. Und da waren wir als Projekt natürlich auch vertreten. Man sieht hier auch einen Begattungskasten und auch unsere anderen Utensilien waren vorhanden. Und natürlich auch die Kaninchen, Meerschweinchen, Wollprodukte und so weiter. Ja, hier sieht man mich bei einem Besuch bei einem Imker. Wir schauen eine Wabe durch und man sieht, ich habe mich jetzt schon so weit mit den aggressiven Bienen vertraut gemacht, dass ich ohne Schleier einfach nur mit einer Zigarette hier assistieren kann. Und ich glaube, wir suchen hier gerade die Königin. Kein Problem, wie gesagt, nach einer gewissen Eingewöhnungszeit. Auf dem anderen Foto sieht man dann eine Fortbildungsveranstaltung in dem Demonstrationsgarten. Man sieht an der Wand einige Folien, einige Plakate, Entwicklungszyklus der Biene, damit eben die Vereinsmitglieder auch sehen können, wie sich die Biene entwickelt, mit wie vielen Tagen denn die Königin schlüpft und so weiter.
Also es war immer sehr gut besucht und die haben sich ähnlich wie hier immer wieder ausgetauscht. Hast du das schon erfahren? Schau mal, bei mir ist dies und jenes. Und dieser Austausch unter den Imkern war also sehr wichtig und wurde sehr gut angenommen. Insofern kann ich sagen, dass dieses Projekt, diese 3,5 Jahre in Peru für mich irgendwie eine Arbeit war, die ich als Hobby verstanden habe und es wirklich geschätzt habe, diese Arbeit tun zu dürfen. Und ich habe auch sehr viel gelernt, nicht nur etwas weitergegeben, sondern auch sehr viel von der Lebensweise der Bauern dort lernen können.